Auf seiner Herbst-Keynote hat Apple 4 Varianten des neuen iPhone 13 vorgestellt. Das Smartphone des Tech-Konzerns aus dem kalifornischen Cupertino bietet ein gewohnt schlankes Design und erscheint in 5 verschiedenen Farben. Neben einem helleren Bildschirm und einer längeren Akkulaufzeit, die je nach Modell um bis zu 1,5 bzw. 2,5 Stunden verlängert wurde, gibt es auch eine neue Weitwinkelkamera. Daneben soll das iPhone 13 verbesserte 5G-Funktionalität bieten. Das Smartphone erscheint auch in den Varianten iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max. Doch wie viel werden die einzelnen Geräte kosten? Das iPhone 13 gibt es je nach Ausführung ab 899 Euro. Die Preise für das kleinere Modell iPhone 13 Mini liegen unterdessen bei 799 Euro aufwärts. Das iPhone 13 Pro verkauft Apple ab 1149 Euro. Die Variante iPhone 13 Pro Max kostet mindestens 1249 Euro. Je nach Speicherkapazität erhöht sich der Preis hier auf bis zu 1829 Euro. Ab dem 17. September können alle Varianten vorbestellt werden. Erhältlich sind die Geräte dann ab dem 24. September.